zum Frühstück? Mit Zwiebeln? Yeah. Ja. Ah, okay. Hey, guten Morgen. Das ist aber froh. Schon wieder Lennart. Was? Das ganze Wochenende hat er mich mit Anrufen und Nachrichten bombardiert. Also es ist ja schön, dass es ihm leid tut, dass er mich küssen wollte, aber er kann es halt auch echt nicht ungeschehen machen. Und ich weiß gerade einfach nicht, wie ich mit ihm umgehen soll. Ja, aber? Das ist mir gerade einfach alles zu viel. Wir Brot noch da drin oder so? Das sieht schlecht aus. Hier ist aber noch Brot. Brot, ja. Wurstbrot ist schon. Was für ein Brot? Nee, ja. Guck mal, wir haben hier eine Riesenportion. Guck mal, wir haben eine Riesenportion Ei. Da ja. Können wir garantiert auch noch eine extra Portion draus machen. Ja. Setz sie mit dazu, frühstückst in Ruhe, trinkst einen Kaffee. Ich muss halt eh gleich los. Ich wollte mir nur was so auf die Hand machen, dass ich halt. Okay. Pass auf, dann machen wir es so. Ich nehme ein Carsharing-Auto und bringe dich zur Schule. Dann haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit, um zu frühstücken. Ich habe ein bisschen Zeitdruck. Ich muss wirklich los, aber danke. Ciao. Ciao. Tschüss. Mach's gut. Schon so, als ob wieder alle nerven ein bisschen, wa? Ja, meistens nervt mich einfach Lenny. Hab ich die ganze Zeit mit Anrufen bombardiert, denn die Sache am Freitag, es hat einfach irgendwas hochgeholt und es abfuck einfach. Wie wär's, wenn du dir einfach von der Schule freimachst und versuchst, irgendwie die Birne zu lüften? Und ich habe gehört, ich habe auch nur gehört, Motorradfahren eignet sich sehr gut dazu. An sich wäre gerne, aber ich kann meinen Alltag nicht irgendwie um die Person planen, die ich gerade versuche zu umgehen, deswegen. Das kann ich auch verstehen. Augen zu und durch und sowas. Aber danke. Easy. Ciao. Ciao. Hast du vor der Tür auf mich gewartet? Klar hätte ich wieder blau machen können, um mich abzulenken und vor allem, um Lennart aus dem Weg zu gehen. Aber auf Dauer ist das halt auch keine Lösung. Ich muss da jetzt wohl oder übel einfach durch. Jetzt auch noch Mathe, Alter. Ich kotz im Strahl. Aber irgendwie kriege ich die Stunde auch noch rum. Also, hoffentlich. Hallo. Hi. Hallo. Hallo, hi. Hi. Also, ich wusste, dass das mit den Tablets schwierig wird, aber dass er mich ignoriert, hätte ich nicht gedacht. Was macht er? Hat er Spielprobleme? Online-Kari ist Amelie. Das. Ich wollte es dir eigentlich nicht erzählen, ich wollte dich nicht belasten, aber nein. Er hat irgendwie überredet bekommen, dass er uns Tablets für den Unterricht kauft. Gell, oder? Stark, oha. Ich hasse aber es eh aufzuschreiben. So wie das aussieht, wird es nix. Ja, vielleicht kriegst du dich ja nochmal aus. Und von wem haben wir die Tablets? Also wie hat er sich drum gekümmert, dass wir jetzt halt Technologie in der Schule, ist halt übercool, deswegen ist er, wer hat. Hi. Hi, Amelie. Hi. Können wir noch mal reden? Union. Ich wollte mich nur noch mal entschuldigen. Wofür wollten wir uns entschuldigen? Der Kussversuch von mir, der war einfach dumm. Warte. Ich hab die Situation einfach falsch verstanden. Wir sind uns wieder näher gekommen und deswegen habe ich mich so wohl gefühlt und dachte ja, halt. Ja, können wir vielleicht einfach jetzt nicht drüber reden? Ich dachte, du willst es auch. Das muss jetzt echt nicht sein. Wie jetzt nicht? Na, jetzt einfach nicht. Ich will jetzt gerade einfach nicht drüber reden. Also stößt du mich wieder weg? Wir haben doch drüber geredet, dass wir ab jetzt immer über alles sprechen werden. Ja, richtig, wir haben darüber geredet. Und dieses Wegschütteln, das verletzt mich doch, genau das. Ich möchte du machst jetzt doch aber, wieder. Ich möchte nicht mit dir reden und du bist selber dran schuld. Lennart, lass mich in Ruhe. Lennart, lass mal jetzt die Mädels, komm mal, ich brauch mal deine Hilfe, bitte. Ich persönlich zu nehmen, dass ich davon nichts wusste. Ich gehe jetzt auf Klo, weil danke. Dauert hier anscheinend alles. Ich hoffe, dass Sascha sich jetzt doch nichts vorgenommen hat. Nach dem Ding gerade kann ich Ablenkung doch eigentlich ganz gut gebrauchen. Na? Hey. Schön, dass du hier bist. Ja, es geht nämlich los jetzt. Wir müssen noch ein bisschen laufen beim Motorrad. Ich wollte gerade sagen, setzen wir uns hier einfach nur so auf und dann so, als ich glaub, der Werte war ein bisschen hat sich mit sich. Lass mich raten. Thomas hat wieder irgendwas gesagt. Amelie? Du hast einfach einen Stock. Ja, Stock im Arsch, meine Fresse. Kannst du mir nicht mal richtig zuhören? Soll ich? Was sollst du? Du sollst die Fresse halten. Hey, nicht so frech. Ich will mit dir reden. Einmal kurz. Ich weiß, dass du mit mir reden willst, aber ich habe dir vorhin schon gesagt, dass ich nicht mit dir reden möchte. Ja, aber ich verstehe das nicht. Du stößt mich schon wieder die ganze Zeit ab. Und dann hängst schon wieder die ganze Zeit mit Sascha ab. Kann es sein, dass ihr doch was habt? Lennart, das ist nur eine. Stehst du auf ihn? Können wir das vielleicht einfach mal lassen? Ich hab es. Nein! Wie oft soll ich denn noch beantworten? Ich hab's dir am Freitag schon alles erklärt, aber du willst mir ja nicht zuhören. Du checkst nämlich gar nicht. Ich check es, aber ich will einfach nur wissen, was du von ihm willst. Lennart,
Hör einfach mal zu. Ich hab dich nicht gefragt, Mann. Ich raff das alles einfach nicht. Amelie? Was? Wenn du jetzt gehst, dann zeigst du mir einfach, dass ich dir nichts bedeute. Und dann werde ich dich auch für immer in Ruhe lassen. Ich weiß, dass ich Lennart gerade verdammt weh tue. Aber der kriegt's halt einfach nicht auf die Reihe und schnallt nicht, was ich brauche. Nicht so wie Sascha. Und ich kann einfach nicht in Lennarts Nähe sein, wenn der mir so die Pistole auf die Brust setzt. Sorry, aber dann habe ich halt erst recht keinen Bock. Ich weiß aber nicht, was ich machen soll. Es ist einfach alles meine Schuld. Ich habe einfach mal wieder übertrieben mit dem Kuss. Ich habe einfach die Situation falsch wahrgenommen und deswegen geht sie wahrscheinlich jetzt oder hängt so oft mit Sascha ab. Ich treibe sie gefühlt in seine Arme. Ich spiele komplett in seine Karten. Was soll ich machen? Und natürlich bleibt ihr dann auch keine andere Möglichkeit, als mit ihm lieber abzuhängen und er holt sie mit dem Motorrad ab. Chiara, kannst du mal vielleicht deinen Hund zurückpfeifen? Was? Sascha. Der hängt die ganze Zeit mit Amelie, aber warum? Warum hängt er nicht mit dir ab? Warum ist das dein fucking Problem? Ja, weil Amelie vielleicht meine Freundin ist und ich ihr vielleicht helfen will. Du willst ihr helfen? Ja, natürlich. Und sie ist deine Freundin? Ja. Ach so. Ja, das weiß doch auch jeder, aber du hängst anscheinend lieber alleine ab, anstatt mit deinem Freund. Warum? Digga, was willst du gerade von mir? Piss mich nicht an die Karre, Lennart. An die Karre pissen? Ja, du mehr. Du weißt schon, dass Sascha heute wieder mit Amelie ist. Die fahren wieder Motorrad. Was hältst du eigentlich davon? Wusstest du das? Ob du es wusstest? Ja. Sicher? Klar wusste ich das. Sieht aber nicht so aus. Doch, ich wusste das. Und weißt du was? Mein Freund müsste sich gar nicht um Amelie kümmern, wenn du nicht so egoistisch gewesen wärst und dich vernünftig um sie gekümmert hättest, als es ihr schlecht ging. Aber du warst egoistisch und auf dich bezogen. Also halt deine Fresse und lass mich in Ruhe. War ich nicht. Lass mich ich versuche nur zu helfen, Mann. Digga, Hilfe sieht anders aus. Also halt dein Ohr, lass mich. Setz dich. Und fahr mal ein bisschen runter jetzt. Lass dich runterfahren. Sie gibt mir die Schuld dafür. Ich versuche einfach nur... Ich muss ihr leider irgendwo so ein ganz kleines bisschen Recht geben. Soll ich einfach zuschauen? Nein, Amelie muss vielleicht auch einfach selber damit klarkommen. Muss sie nicht? Doch, und du treibst sie einfach in Saschas Arme, weil du sie belagerst, Dicker. Und du sagst es doch selber. Du bist selber schuld mit dem Kuss und alles, was drumherum kommt. Ich will nur helfen, Malte. Ich verstehe dich. Das wollen wir alle. Und du weißt am besten, wie Sascha ist. Und ich will ja, einfach nur nicht zuschauen. Und er schafft es leider Gottes auch immer wieder, die Leute um sich herum einzulullen. Es ist einfach so. Ich weiß, wovon du sprichst. Ich kann davon ein Buch schreiben, glaube mir. Aber am Ende des Tages wird hoffentlich alles gut. Ich meine, sieh Toni an. Sie ist jetzt auch glücklich, mit Life, mit dem richtigen Mann. Und er hat die Füße stillgehalten. Gut, er hatte keine andere Wahl, aber... Ich kann einfach nicht so lange warten. Du musst. Krass, durchs Motorradfahren, ich hatte wirklich das Gefühl, dass jedes Mal mein Kopf einfach frei ist. Einfach. Das ist das Ding. Und guck mal, zusätzlich... Lass dir das auch immer gesagt sein, muss ich dich loben für deine Konsequenz, die du an den Tag legst. Du setzt deine Grenzen richtig, denkst an dich. Einige würden es egoistisch nennen, weil sie es wahrscheinlich selbst nicht tun können. Du schließt einfach die Leute erstmal aus mit einer klaren Ansage, die dir nicht gut tun. Also. Ja, aber wenn es richtig ist, warum fühlt es sich trotzdem irgendwie ein bisschen falsch an? Ich habe halt das Gefühl, dass ich zu hart zu Lennart bin. Läuft da noch was? Weiß nicht. Ich kann sehr gut verstehen, wenn man Gefühle nicht sofort abstellen kann. Ich glaube, ich habe halt irgendwie auch noch Gefühle für ihn. Aber in der letzten Zeit ist halt einfach wahnsinnig viel bei mir und dann noch zwischen uns passiert. Und unter so Umständen quasi, weiß ich nicht, dass wir noch... Vielleicht wären wir noch mal ein paar, vielleicht nicht, aber... Gerade kann ich es mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Apropos, ein paar hätten wir das Kerl. Das wäre jetzt krass. Freund. Stark. Es ist Kerl. Hey, wo steckst du? Ist sie eigentlich so cool damit, dass wir so oft chillen? Weil ich kenne sie ja jetzt auch schon ein bisschen. Also alles cool? Sie hat ja keinen Grund, eifersüchtig zu sein. Vertrauen ist, sie vertraut mir und schließlich sind wir noch Freunde, oder? Ja. Um ehrlich zu sein, bist du gerade auch sowas wie mein bester Freund. Mit dir Zeit zu verbringen, tut einfach echt gerade gut.
Gerne. Na? Falls ihr euch gerade unschlüssig seid, wo ihr euch zurzeit befindet, ich kann euch helfen. Ihr seid, pass auf, Opa Arbeit. Und jetzt kommt's. Welche Tätigkeit könnte perfekt dazu passen? Na komm. Arbeiten. Mal siehst du, geht doch. Ist ja fast Abitur. Gut, na dann. Ich halte euch nicht dran. Auf. Ich zieh mich noch schnell um und dann bin ich. Ja, aber das war das Zeichen. Meinst du? Das ist lächeln, ja? So. Oh. Okay, diesmal. Ah ja, gut. Danke. Ja, genau, genau. Und sie sind im Matrix, yeah. Oh. Und tragen die Kisten hin und her. Damn. Oh Gott, bitte gib mir jetzt einfach eine Kiste. Okay. So. Ich habe das Gefühl, in diesem Lager werden wir irgendwann wahnsinnig. Ja, aber wer verübelt uns? Scheiße. Oh, ja. Kann ich dir mal was sagen? Okay, ich habe das Gefühl, seitdem ich hier arbeite, merkst du einen Unterschied zu früher? Merkst du erstmal, wie ich zitter, weil ich war spannend. Bist du zum Bodybuilder, meinst du? Okay, stimmt. Ein bisschen okay. Das, was dazu kommt, ne? Ja! Jetzt habe ich nicht mehr so eine Nudelarme. Gesagt, Quatsch. Oh mein Gott. So. Oh, ja, weißt du eigentlich, wie lange wir noch müssen? Weil ich finde, es riecht so leicht nach Feierabend. Und wollen wir danach vielleicht noch was. Oh. So macht er aber Spaß. Es riecht wirklich nach Feierabend. Komm her. Du musst besser aufpassen, Prinzessin. Mein Gott. So. Warum hast du schon seine Prinzessin? Was? War das wirklich Sascha? Das kann doch nicht sein. Ich hab dir was Großes mitgebracht. Alles gut? Also falls du dich irgendwie setzen musst, nicht, dass du nochmal stolperst. Ich glaube, ich habe mir an der Schulter was gemacht oder so. Brauchst du was? Ich glaube, ich muss nach Hause. Rosmin! Läuft's? Ja. Alles gut? Ich kann heute nicht arbeiten. Hat Sascha das getan? Wie konnte er mir das antun? Und mir dann die ganze Zeit auch noch was vormachen und so tun, als wäre er mein Freund. Ich habe ihm vertraut. Schatz? Hey. Du, was war waren vorhin los im Matrix? Du bist einfach. Hm? Alles gut, warum meinst du nur? Was passiert? Alles gut, hey. Soll ich dir ein Wasser bringen? Brauchst du irgendwas? Ich hab mich gehört. Okay. Schatz, an was hast du dich geirrt? Hey. Es tut mir so leid. Was tut dir leid? Ich bin da, okay? Alles gut. Hier. Willst du reden? Das war nicht Bruno. Willst du mir sagen, wer es war? Kannst du dich erinnern? Sind neue Erinnerungen da? Was? Okay. Schatz, wer war's? Es war Sascha. Du bist der, der mir das angetan hat. Was? Du hast was gemacht? Nein! Ey! Ha? Ey! Ich bin unschuldig. Sag mir nicht, dass du mir nicht glaubst. Stand der Dinge? Stand der Dinge. Es gibt keine Ratten mehr. Oh, geil! Wir haben offen und hier ist keiner.
Ich meine, wir sind die Kiezretter. Florian, ist doch auch irgendwie verständlich, oder? Wenn wir Zwang schließen mussten wegen Ratten. Der Tag ist ja auch noch lang. Du weißt ja gar nicht, was noch alles passiert. Es ist noch alles offen. Ja. Willst du auch was?